So, dann herzlich willkommen zum nächsten Podcast auf dem Sendezentrum hier im Kongress. Und zwar ist das der UA-Podcast Berlin. Der begleitet als Podcast und Artikeln im Freitag die Sitzungen vom ersten Untersuchungsausschuss im Bundestag zum Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin vom 19.12.2016 und bindet dazu auch tagesaktuelle Statements mit ein. Und hier vorne auf der Bühne sitzen einmal Stella Tschiftschik, Grafikerin aus Berlin, die den Untersuchungsausschuss Szenensagen grafisch aufbereitet, und Daniel Lücking, Journalist aus Berlin. Und genau, für die Leute, die wieder auf Twitter unterwegs sind, da findet ihr einen Podcast unter pod-ua. Viel Spaß. Ja, dann. Hallo vom 36C3. Mit Stella Tschiftschik. Und Daniel Lücking. Okay, so viel zum Versuch, das auszufaden. Okay, wir sind heute unter ganz besonderen Herausforderungen hier. Die Technik macht uns einen Strich durch die Rechnung, was aber nicht schlimm ist, denn wir podcasten da einfach. Mit der Rechnung ist da auch ein Strich da. Sehr schön. Es perfekt. Ist jetzt auch die alles Zeichnung der Zeugen, die wir bisher im Ausschuss begutachten konnten, auf dem Beamer zu sehen. Dann sind wir doch soweit. Für unsere Hörer zu sehen. Dann fangen wir doch einfach mal an. Also wir haben unten das nicht als einzige Herausforderung heute. Normalerweise haben wir so um diese Zeit erstens kein Licht. Ja, jetzt sind wir total geblendet. Also wir können euch eigentlich auch gar nicht sehen, nur so schemenhaft vermuten. Und wir haben ausnahmsweise nicht 12 Stunden Sitzungstag hinter uns. Oder das haut hin. Vorletztes Mal waren es 14 Stunden. Das war, glaube ich, so Highlight. Genau, wir sind die nicht mehr ganz anonymen Ausschuss-Junkies. Wir sind regelmäßig im Bundestag und geben uns dort den Breitscheidplatz Untersuchungsausschuss. Das ist einer von insgesamt 3 Untersuchungsausschüssen, die es jetzt zum Breitscheidplatz-Attentat gibt. Einer findet aktuell in NRW statt, einer findet aktuell im Abgeordnetenhaus von Berlin statt, also dem Berliner Landtag, wenn man so will. Und der, auf den wir uns konzentrieren, das ist der im Bundestag. Genau, und wir haben uns dazu entschieden, ausschließlich uns um diesen zu kümmern, weil es auch alleine die Sitzungen, die wir da begleiten, das ist sehr schwierig, dort den Überblick zu behalten, weil es einfach wahnsinnig viele Zeugen sind. Es rein die ganzen Bundesbehörden, die dort miteinander agieren, mehr oder weniger gut agieren. Und da auch eine Struktur reinzubekommen, das versuchen wir nach jeder Sitzung. Und wir haben uns im NSA-Untersuchungsausschuss kennengelernt und damit haben wir auch den ersten Podcast mit technischer Aufklärung gemacht. Und wir könnten eigentlich gleich direkt zu der Gegenüberstellung von diesen 2 Ausschüssen kommen, was eigentlich ganz interessant ist. Genau, wir haben uns so als Leitsatz für heute genommen, was ist anders, was ist gleich bei diesen Untersuchungsausschüssen. Nochmal kurz zum Angeben, also wenn man so will, haben wir jeder von uns jetzt 5 Jahre Untersuchungsausschusserfahrung, zusammengenommen also 10. Aber wir haben die gleichen Untersuchungsausschüsse angeguckt, deswegen wäre das jetzt so ein bisschen drüber, jetzt zu sagen, 10 Jahre Untersuchungsausschusserfahrung. Und das ging mal los im NSA-Untersuchungsausschuss. Ne? Stella, weswegen bist du da überhaupt gelandet? Beim NSA-Untersuchungsausschuss bin ich gelandet, weil ein Freund von mir von netzpolitik.org mich dazu geholt hatte und sagte, dort mal Zeugen zu zeichnen und ein Protokoll, was über 12 Stunden läuft, zu bebildern, wäre doch ganz interessant. Und das war auch tatsächlich so und ich bin bis zum Schluss dran geblieben. Eigentlich, was uns jetzt so gegenübergestellt mit den 2 Ausschüssen so interessiert, ist das wirklich dieser NSA-Untersuchungsausschuss, war eben ein Ausschuss, der beschäftigte sich mit Selektorenlisten und Zusammenarbeit der internationalen Geheimdienste. Und jetzt in diesem Ausschuss haben wir es wirklich mit Opfern und Hinterbliebenen und Ersthelfern zu tun. Das heißt also, es wird wirklich richtig
greifbar. Und auch es gibt viele Hinterbliebene und Opfer des Anschlags, die auch diese Ausschüsse besuchen. Und dadurch wird es irgendwie, fühlt sich mehr an, dass es der Ausschuss eine größere Verantwortung hat, weil es wirklich in Gesichter gibt, die man wirklich, du kannst es projizieren auf Personen, für die dieser Ausschuss wirklich entscheidend ist und da Licht ins Dunkel zu kriegen, wie, ob es Behördenversäumnisse gab oder ob es eben Verschleierungstaktiken gibt. Wir hörten auch Sätze wie, sind unsere Akten sauber und so. Also das Ja, es ist, also meine Motivation, mich überhaupt in Untersuchungsausschüsse zu setzen, die kommt aus der Militärzeit. Ich habe in meiner Militärzeit leider so ein paar Anlässe gehabt, ein bisschen an der parlamentarischen Kontrolle zu zweifeln. Dann habe ich diese Zweifel aufgearbeitet. Dann wurde irgendwie die parlamentarische Kontrolle für mich immer noch nicht, ich sag mal, besser. Und als ich dann im NSA-Untersuchungsausschuss saß und mir das so angeschaut habe und auch jetzt im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss, da kam dann eben der Gedanke, dass wir diese parlamentarische Kontrolle auch stärken wollen beziehungsweise auch stärken müssen, weil einfach, glaube ich, zu wenig Öffentlichkeit auch für diese Untersuchungsausschüsse hergestellt wird. Genau. Und wir versuchen eben, die Öffentlichkeit darzustellen und diese also die Ränge oben für das Publikum, da sitzen vielleicht 5 bis 20 Besucher, also dass da von einer Öffentlichkeit gesprochen wird, kann man eigentlich nicht bestätigen. Und wir versuchen eben durch unseren Podcast, durch Daniels Artikel, durch meine Zeichnung der Zeugen, den Ausschuss nach außen zu tragen und eben zu zeigen, das stagniert nicht, da passiert was und welche Zeugen da gehört werden und welche Eklats passieren. Das ist irgendwie sehr spannend zu beobachten. Jetzt sitzen wir seit 1,5 Jahren in diesem Ausschuss. Fast 2, also im März sind es dann schon 2 und wir haben heute wirklich mehr Publikum hier sitzen, als das in der Regel gegen Ende dieser Sitzungstage der Fall ist. Man kann immer zuschauen und ich hoffe, das passiert dann heute Abend nicht, wie über die Dauer der Sitzung oben sich diese Besucherränge leeren. Ganz zu Anfang sind so 20, 30 Leute da, so auch relativ verlässlich, dass die Zahl zumindest zu Anfang etwas größer ist oder deutlich größer ist als gegen Ende. Und ja, dann nimmt so ein Ausschusstag seinen Gang und nach jeder Pause, nach jeder Sitzungsunterbrechung, nach jeder namentlichen Abstimmung kann man zuschauen, wie oben eben auf der Tribüne immer weniger Menschen zugegen sind. Und man kann vor allen Dingen aber auch zuschauen, wie unten im Saal, wo die Obleute sitzen, wo die Mitarbeiter sitzen, einer sitzt heute hier auch im Publikum, wie unten im Saal auch die Themen relevanter werden. Das machen die nicht mit Absicht, das ergibt sich einfach über die Sitzungsdauer. Nur können wir eben oben dann zusehen, ganz viele Medien, was heißt ganz viele Medien, es gibt Medien, die sind zu Anfang da und gegen Ende dann nicht mehr. Die haben eine große Reichweite und die berichten auch über Anteile des Ausschusses, aber wenn dann wirklich relevante Dinge am Ende des Tages unten im Ausschuss zutage kommen und verhandelt werden, dann sind eben nur noch ganz wenige Medien mit Reichweite da und das ist das, was wir versuchen aufzufangen. Ein organisatorischer Hinweis, wann immer ihr euch berufen fühlt, eine Zwischenfrage zu stellen, bitte tut es. Jederzeit ist. Dafür haben wir die Mikrofone und wir freuen uns auch wirklich, damit wir eben nicht einfach nur so vor uns hinreden. Genau, also was ich vielleicht noch ganz interessant finde für diejenigen, die dieses Verfahren nicht so kennen, also die Zeugen, die dort geladen sind, sind pro Sitzungstag 1 bis 3 und dadurch, das ist auch genau der Punkt, den wir so ein bisschen kritisieren oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr, dass die Relevanz der Zeugen eher gegen Abend antritt und da natürlich Redaktionsschlüsse schon längst sind gegen 18 Uhr oder in der Richtung und die Sitzungen gehen bis Mitternacht und dass dann natürlich die relevanten Medien nicht mehr anwesend sind, ist eigentlich kalkulierbar und das ist genau der Punkt, der uns so ein bisschen aufstößt, ist, warum wird dann nicht der relevanteste Zeuge oder die relevanteste Zeugin des Tages als erstes geladen, dass das möglichst große Öffentlichkeit kriegt und eben auch dokumentiert werden kann, sondern warum passiert das 22 Uhr? Und da ist uns noch kein gutes Argument für begegnet. Nee, das ist also sehr
sehr vorteilhaft, was da rauskommt. Ich habe es jetzt vorhin nochmal nachgeschlagen, weil wir das in der Medienfolge, die wir gemacht haben, auch schon erwähnt hatten. Das war im Oktober, da hat es dann tatsächlich der Ausschuss an so einem Sitzungstag auch mal geschafft, Thema in den Tagesthemen zu werden. Das hat sich dadurch ergeben, dass es in dieser Woche am Mittwoch, am Donnerstag eine Berichterstattung in einem ARD-Recherchemagazin gegeben hat, wo es sich um BND-Videos drehte. Das hatte aber leider überhaupt nichts mit den Inhalten des Ausschusses zu tun. Der Ausschuss hat sich an diesem Tag damit beschäftigt, warum man einen möglichen Mittäter des Attentäters abgeschoben hat. Und da war eine Botschafterin aus den USA da, die zu ihrer Zeit, als sie darüber zu befinden hatte, als Staatssekretärin im Innenministerium tätig war. Und es wurden Staatsanwälte gehört und da ging es eben darum, warum hat man diesen möglichen Mittäter denn ja einfach abgeschoben und auch im wirklich Eilverfahren abgeschoben. Innerhalb von wenigen Wochen war er weg vom Fenster und auch das BKA hat sich nicht mehr wirklich die Arbeit gemacht, diesen möglichen Mittäter zu befragen. Da gab es im Ausschuss sehr interessante Stellungnahmen zu den Protokollen. Also da wurden irgendwie so ganz wenige Fragen wurden gestellt und Irene Mihalic von den Grünen, die Obfrau, sagte, ja, also hier ist wegen einem Handydiebstahl wesentlich härter nachgefragt worden als wegen der möglichen Beteiligung an einem Attentat. Und dann landete man auch hinterher seitens des BKAs dabei, dass man gesagt hat, so nach zwei Befragungen, ja, jetzt hat der Zeuge, also dieser mögliche Mittäter, Bilal Ben Ammar, hat ausgesagt, hat einmal so ausgesagt und hat einmal so ausgesagt. Ja, aus dem kriegen wir jetzt aber auch nicht mehr raus, der belügt uns. Und das hat man dann zum Anlass genommen zu sagen, nee, den schieben wir lieber gleich mal ab. Während man also eigentlich meiner Ansicht oder unserer Ansicht nach eine Diskussion führen müsste in der Öffentlichkeit, wollen wir mögliche Straftäter, mögliche Attentäter einfach nur schnellstmöglich abschieben oder sollen die hier in Deutschland verbleiben, dass denen der Prozess gemacht wird, dass die und dass die Zusammenhänge untersucht werden, die Netzwerke untersucht werden? Ja, während das eigentlich ein Thema hätte sein können an diesem Tag, ging es um die aufploppenden Videos, die übermittelt worden sind. Man hat Videos in schlechter Qualität, irgendwie so eine kleine Sequenz, wo man mutmaßen könnte, wer da irgendwie mit zu tun gehabt hat. Und das ist ganz schön irritierend, dieses Piepen da. haben wir da eine Zuschauerfrage, die per Telefon reinkommt? Aber immerhin ist es nicht der Deutschlandfunk, so wie vorhin beim Zellkultur-Podcast. Da war der einfach mal drin. Nein, also während man sich eigentlich auch in der Öffentlichkeit der Frage hätte widmen können, möchten wir, dass Menschen schnellstmöglich abgeschoben werden oder möchten wir, dass eine Strafverfolgung stattfindet, ging es eben nur um diese Videos, weil eben Medien mit Reichweite dieses Thema gesetzt hatten. Und das ist so ein bisschen, ja, leidig oder daneben, finde ich immer, denn da geht wirklich was verloren, was der Ausschuss da leistet. Ja, verloren geht ist ein gutes Stichwort, weil die Problematik, die mit dem Attentäter einhergeht, ist eben, dass er ein sogenannter hochmobiler Gefährder war, der über die Bundesländergrenzen hinweggegangen ist und dadurch keine einzelne Behörde zuständig sein konnte für die gesamte Zeit. Und deswegen werden auch vor dem Ausschuss eben verschiedene Bundesländer gehört, was auch nicht so für die Übersichtlichkeit sorgt. Und es gibt Anträge von den Landeskriminalämtern an das Bundeskriminalamt, dass sie sagen, ihr müsst euch um ihn kümmern, denn wir können das nicht, weil sobald er irgendwie in Berlin ist und nicht mehr in NRW, dann können wir nichts mehr machen. Und da saß dann ein BKA-Beamter im Ausschuss und er sagte, ja, der Antrag war nicht weisungsgemäß, deswegen, also bei uns ist quasi keiner eingegangen. Und dann ist es echt mal erstaunlich zu sehen, wie dann, wenn es um Themenkomplexe geht, die so relevant sind, dass man dann irgendwie da auf ein bestimmtes Kreuzchen in einem Formular pocht und dass man das so, so komplett ja, bestimmte Definitionen gibt, die erfüllt sein müssen. Es gab auch, befanden sich V-Leute im Umkreis des späteren Attentäters? Ja, was ist denn Umkreis?
So, ne? Also Umfeld, also, was soll das sein? Wie weit ist das gesehen? Und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Oberthema, was ist anders, was ist gleich? Wir haben ja nicht nur Bezüge zum NSA-Untersuchungsausschuss, wo wir gesehen haben, dass Geheimdienste, zum Beispiel der Verfassungsschutz oder andere Behörden, im Breitscheidplatzausschuss reden wir über knapp 50 Behörden, also 50 Behörden, für die, die nicht aus Berlin kommen, oder aus Ostwestfalen, keiner, ich weiß gar nicht, in was ich da gehangen habe. Also knapp 50 Behörden sind rund um dieses Attentat in der Untersuchung, in der Beteiligung, in der möglichen Beteiligung. Und dieses Wirrwarr da ein bisschen aufzulösen, das ist etwas, was uns ja in allen Ausschüssen wieder begegnet. Nicht nur im NSA-Untersuchungsausschuss, auch im NSU-Untersuchungsausschuss. Und du hast die V-Leute-Thematik schon angesprochen. Auch die begegnet uns massiv in diesem Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss. Aktuelle Zählung, man weiß es gar nicht, wie viele V-Leute rund um diesen Attentäter, um diesen späteren Attentäter herum positioniert waren, aber man weiß, das waren jetzt nicht nur V-Leute von Polizeibehörden, man weiß, da muss auch irgendwie jemand vom Verfassungsschutz dabei gewesen sein. Kürzlich fiel, dass auch eine belgische Vertrauensperson oder eine Vertrauensperson, die mit belgischen Behörden zusammengearbeitet hat, irgendwie mit diesem späteren Attentäter zu tun gehabt hat. Also das ist ein Riesenfundus an Themen, die dann kommen. Und ja, wenn dann eben aber ein Recherchemagazin sagt, da sind in hunderten Gigabyte von oder hunderten Terabyte von Videodaten, ist ein relevantes Video drin, was der Ausschuss bisher nicht untersucht hat, dann kippt wieder alles und dann kriegt man auch gewisse Punkte, die sich gerade im Ausschuss so ein bisschen scharf stellten, kriegt man dann wieder unscharf, die rutschen dann wieder raus. Und ich mache das den Kollegen gar nicht zum Vorwurf. Wenn die ein Thema haben, dann sollen die darüber berichten. Nur es korreliert mitunter sehr ungünstig mit den aktuellen Themen im Ausschuss. Das kann man natürlich nur mitkriegen, wenn man im Ausschuss sitzt, regelmäßig dabei ist, weiß, wie sich das gerade entwickelt. Und dass man eben auch solche Aspekte noch betonen können müsste. Aber da scheitern leider auch viele Redaktionen und Kollegen dran, dass eben die Nachrichtenformate irgendwo zwischen 3 und 5 Minuten sind, wenn es gut läuft. Oder mal ein 10-Minuten-Bericht bei Bericht aus Berlin am Sonntag. Aber so ein komplexes Thema wie ein Untersuchungsausschuss, ja, das braucht halt einen Podcast, um es darzustellen. Genau, also die eben diese tägliche Relevanz das, oder eben auf sozusagen, letztlich bräuchte eine Redaktion natürlich irgendwas, was am Tag zusammengefasst passiert ist, wenn man einfach sagt, da wurde ein Abteilungsleiter gehört, weiß jetzt nicht, ob das heute Journal jetzt sagt, jo, unser Beitrag. Aber natürlich kannst du erst, es gibt viele Sachen, das habe ich jetzt auch nochmal rückblickend an den Zeugenzeichnungen gesehen. Ich hatte schon mal ein Netzwerk gemacht nach einem Jahr, so weit wie sich das schon, da gibt es viele verschiedene BKOen und EKs, also verschiedene Einsatzgruppen und BAOen, genau. Also besondere Aufbauorganisationen. Das ist immer, wenn so auf Bundesebene sich eine Ermittlungseinheit zusammenfindet und etwas untersuchen soll, dann nennt man das besondere Aufbauorganisation. Genau, um einen bestimmten Themenkomplex und bestimmte Personen. Und da hatte ich schon mal grob ein Netzwerk gebaut und das ist nach einem Jahr, nachdem ich das nochmal angeschaut habe, gesehen habe, dass einige kleine Informationen, die da schon drin sind, erst nach einem Jahr Sinn ergeben haben, weil dann Zeugen geladen worden sind, die sozusagen dieses Puzzle komplett gemacht haben. Also nach und nach durch diese chronologische Aufarbeitung, zu der sich dieser Ausschuss entschieden hat, was zu auch sehr seltsamen Zeugenladungen geführt hat, wie Staatsanwälte, die sich eben über geklaute Handys und geklaute Fahrräder beschäftigen mussten und eben nicht mit dem Fall des Anschlages. Das führte eben dazu, dass es kleine Teile gibt, die erstmal so, was hat das jetzt mit dem großen Ganzen zu tun? Also das Große Ganze ist übrigens so hinter uns, das sind knapp 60, oder? Ja, ich glaube 63. 63, so, irgendwie genau. So um den Dreh, das sind die Zeugen, die im letzten Jahr, also in den letzten 12 Monaten vor dem Ausschuss gesessen haben. Stella hat sie alle gezeichnet. Genau.
Ganz oben links war zum Beispiel eine sehr interessante Zeugin, Mia Freimuth, die eine Zeugin vom Verfassungsschutz, die auch gegen ihre eigene Behörde beziehungsweise über die gegen eine Aussage des Präsidenten gesprochen hat und gesagt hat, es war kein reiner Polizeifall, wo der Verfassungsschutz gerne darauf bestanden hat. Und also es gibt immer wieder, und das sind immer unsere Lichtblicke eigentlich, dass es Zeugen gibt, wo wir noch das Gefühl haben, dass ein Gewissen da ist, dass gesagt wird, das kam mir komisch vor, das habe ich gemeldet. Das sind aber leider Seltenheiten. Ich weiß nicht, ob das der Referent anders sieht. Dass meistens absolute Loyalität den Behörden gegenüber ist und gesagt wird, nee, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe nur getan, was ich tun sollte. Und das ist natürlich auch geschichtlich gesehen kein Argument, was zuträglich ist, um ja proaktiv zu arbeiten. Also ich versuche mal den Blick aufs Publikum scharf zu stellen und bitte mal kurz um ein Handzeichen. Ist denn jemand von den regelmäßigen Podcast-Hörern hier, die unseren Podcast kennen? Eins, zwei, drei, okay, vier. Yay, fünf da hinten, perfekt. Und die Masse kennt den Podcast nicht, finde ich gut. Ja, sehr gut. Wir erschließen neue Publikumsgruppen. Genau. Ja, und wir hatten ja schon so ein bisschen die Befürchtung, wir sitzen hier jetzt gleich vor leeren Rängen, was dann bedeutet hätte, dass unser Podcast eigentlich nur vom Verfassungsschutz gehört wird oder vom Herrn Vogel, vom Innenministerium. Ja. Das wäre jetzt natürlich ein etwas, naja, nicht ganz so schönes Publikum gewesen, ja, sage ich mal. Vor allen Dingen der Herr Vogel, oder? Den, ja, genau, den Herr mögen Vogel, wir nicht. Das ist ein wunderschöner Insider und ein Running Gag mittlerweile. Herr Vogel aus dem Innenministerium hatte, wie lange ist das jetzt, das schreiben wir ja ein halbes Jahr? Anfang Mai haben wir das. Hatte das Innenministerium durch Herrn Dr. Vogel ein Schreiben an den Ausschuss formuliert, in dem stand, dass in diesen Sitzungen durch Social-Media-Einträge, durch bildliche Darstellung und Veröffentlichung von Klarnamen BKA-Beamte gefährdet würden und dass es sich um eine staatswohlgefährdende Aktion handelt. Mhm. Weil wir an eine nicht kontrollierbare Öffentlichkeit berichten. Wo die Frage ist, was ist denn eine kontrollierbare Öffentlichkeit? Die nächste Frage ist dann aber auch, Also wir verstehen so ein bisschen nicht die Probleme, die das Bundeskriminalamt mit unserer Arbeit hat. Das ist ja der schöne Punkt. Wir sitzen ja in der öffentlichen Ausschusssitzung. Und wir das heißt also, vor diesen Zeugen, wenn man noch nie darf, wenn man es nicht gesehen hat, vor diesen Zeugen steht so ein Plastikdreieck mit einem A4-Zettel reingeschoben und da steht in Schriftgröße 50 der Name in Areal. So. Und wenn dieser Zeuge irgendwas Relevantes gesagt hat und wir veröffentlichen das und sagen, Herr XY hat gesagt, dann im Nachhinein zu sagen, hier werden irgendwelche Klarnamen veröffentlicht. Staatswohlgefährdet, die Handlungsfähigkeit des BKA gefährdet. Das ist eigentlich das Beängstigende daran, dass das einfach ein Wording ist und dass Öffentlichkeitsarbeit und eben journalistische Arbeit kriminalisiert wird und da auch nicht widersprochen wird. Wir haben nicht mitbekommen, dass da vom Ausschuss her, ob Konsequenzen daraus kamen und gesagt, was ist denn an einer öffentlichen Berichterstattung aus einem öffentlichen Ausschuss irgendwie staatswohlgefährdend? Also das Zumal wir die Namen, die wir für die öffentliche Berichterstattung verwenden, ja nicht nur von den Schildchen dort haben. Nein, wir haben sie aus den Tagesordnungen, die auf bundestag.de für jedermann frei zugänglich und herunterladbar sind. Also die sind in der Öffentlichkeit. Und wir haben das schon so ein bisschen kommen sehen. Das war so im März, April, als sich so ankündigte, da kommen bald BKA-Beamte so auf die Zeugenliste und in den Ausschuss. Da gab es so leichte Kritik auf Twitter. Da kamen so Accounts, die man nicht so ganz zuordnen kann, die dann auf einmal anfingen, die bildlichen Darstellungen zum Beispiel zu problematisieren, die Stella macht. Und irgendwie so ein bisschen so unterzuschieben, so, ja, aber ist denn das überhaupt in Ordnung und könnt ihr das überhaupt machen? Und das ist ja wohl so ein bisschen gefährdend und so. Und da dachte ich schon so, wer weiß, was da kommt. Und dann hatten wir irgendwann dieses Schreiben vorliegen mit dieser nicht kontrollierbaren Öffentlichkeit und diesem Veröffentlichen in diesen Social Media. Wir sind nicht direkt angesprochen worden, jetzt wäre das ja justiziabel, aber wer sich mit dem Ausschuss beschäftigt und liest, der weiß eben,
Ja, wir sind nun mal für 90% des Social Media Contents verantwortlich, der unter dem Hashtag so läuft. Und bildliche Darstellung macht Stella, dann macht Veit Jäger die, das ist allerdings auch Stella. Also es ist wirklich nur Stella, die bildliche Darstellung macht. Wir sind also ganz offenkundig gemeint. Kollegen sagen dann so, ja, das könnte als Anerkennung eurer Arbeit werden. Drauf ja, geschissen. Ich brauche keine Anerkennung, dass man mir Staatswohlgefährdung irgendwie ans Bein hext. Finde ich nicht gut und finde ich, sollte man auch nicht so hinnehmen. Zumal sich das Bundeskriminalamt in dieser Hinsicht auch aufführt, als wäre das der erste Untersuchungsausschuss, in dem Bundeskriminalbeamte öffentlich aussagen. Ja, so als hätte es den NSA-Ausschuss nicht gegeben, wo Stella auch die BKA-Beamten gemalt hat. Der BND hat sich auch damals so richtig gefreut, dass du die Damen und Herren gemalt hast. Ne? Ja, beziehungsweise, naja, es war ja eigentlich das Bundeskanzleramt, was sich daran gestört hat, dass die BND-Mitarbeiter gezeichnet wurden, die agierend sind und dadurch schutzbedürftig. Das Ende der Geschichte ist, dass im BND-Zentrum in der Besucherzentrale die Arbeiten ausgestellt worden sind. Also die Schutzbedürftigen sagen, hey, voll die coolen Bilder, lass mal zeigen. Und stellen wir mal aus. Ne? Egal, also es muss ist, man nicht es verstehen. Ist, es ist überhaupt keine Linie drin und man scheint sich da wirklich auch absichtlich blöd anzustellen oder macht irgendwelche anderen Sachen damit. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie dieses Schreiben da ranzieht, um zu sagen, ja, hier sickern Details aus dem Ausschuss, um einfach mal zu provozieren. Fakt ist, dass da ein ziemliches Bohai aufgeführt wird und was irgendwie alles aber nichts mit dem Aufklärungsversprechen zu tun hat. Ja, das sind so Nebenkriegsschauplätze. Die genau. Da kann man aber sehr viel Energie drauf verwenden. Ja, absolut. Ja. Und uns würde interessieren, genau, weil diese Energie darauf verschwendet wird, den Ausschuss möglichst nach außen klein zu halten. Gibt es denn jemand, der überhaupt weiß, dass es diesen Ausschuss gibt? Außer unsere Hörer. Okay. Und wusstet ihr auch, dass schon bevor ihr den Hashtag gesehen habt und bevor ihr unsere Werbung dafür gesehen habt und bevor ihr hier reingekommen seid? Okay, auch heftiges Nicken im Publikum, das ist schon mal schön. Aber es begegnet uns tatsächlich immer wieder das. Ausschuss zu, ja. Ist doch schon 3 Jahre her. Oder so Tagesthemen, die Anmoderation von Ingo Zamperoni. Ach ja, und übrigens im Bundestag tagt dann noch dieser Ausschuss zum Attentat, was irgendwie 3 Jahre her ist. Ich kann sagen, dass für uns das Thema natürlich wegen der Arbeit sehr aktuell ist. Ich kann aber auch sagen, dass aus der Perspektive der Opfer, Hinterbliebenen und Angehörigen dieses Thema auch lange noch nicht vorbei ist. Denn da sind Menschen, die kämpfen bis heute mit den Folgen, die kämpfen bis heute um ihre Versorgung. Und wir würden die auch gerne mehr zum Thema machen, weil sie im Ausschuss selbst eigentlich nicht berücksichtigt werden. Der Ausschuss kümmert sich nur um das Behördenversagen, was auch in Ordnung ist, da gibt es viel zu untersuchen. Aber dieses ganze Thema, wie wird eigentlich mit den Opfern, Hinterbliebenen und Angehörigen umgegangen? Wir haben ja nicht nur die 12 Toten, die eine Familie haben. Wir haben auch die 55 Verletzten, sodass wir insgesamt schon auf 67 sehr direkt betroffene Menschen kommen. Und wir haben natürlich auch noch über 100 Ersthelfer, die an diesem Abend irgendwie mit diesem Anschlag befasst waren, mit diesem Attentat zu tun gehabt haben. Also es ist eine Gruppe mindestens, ich würde über den Daumen gepeilt sagen, wenn ich jetzt jedem dieser 67 direkt Betroffenen 5 Angehörige zuordne, ja, dann sind wir im Bereich von locker 500, dann haben wir noch die Ersthelfer dabei. Also wir reden hier schon, was die Relevanz angeht, von einer Menschenzahl, die irgendwo im Bereich von 1000 Menschen liegt. Ja, und diese Menschen haben mit diesem Tag auf ewig etwas verbunden oder werden das haben. Manchmal stärker an Jahrestagen zum Beispiel, manchmal weniger stark, je weit das nach hinten rückt. Aber sie kämpfen eben auch mit den Folgen dieses Anschlags und ihnen ist versprochen worden, hier wird aufgeklärt. Und an diese Gruppe von Menschen kommen wir auch nur begrenzt ran. Also wir wären gerne dabei, wenn im Bundeskanzleramt mal wieder eine Runde mit diesen Angehörigen, Opfern und Hinterbliebenen stattfindet. Aber da sagt das Bundeskanzleramt, nein, Presse hat da nichts verloren. Auch so als Begleitung mitgehen ist nicht erwünscht und dann wird das alles so mehr oder weniger unter den Tisch gekehrt. Und dann, was wir so hören, wird aber eben auch versprochen, ja, ihnen wird geholfen.
Und wenn man sich dann aber mit dem einen oder anderen unterhält, dann ist schon sehr schnell klar, ja, wenn da Kritik an den Tag gelegt wird und auf den Tisch kommt, dann ist die Unterhaltung ganz schnell vorbei und dann geht man zum nächsten und dann war es das. Also mein Eindruck ist wirklich, dass auch viele Opfer und Hinterbliebene sich deswegen nicht äußern, weil sie eben Nachteile befürchten im Versorgungsverfahren. Und öffentlich äußert sich diese Gruppe auch sehr begrenzt, denn leider müssen viele von den Damen und Herren fürchten, im Internet sofort mit Verschwörungstheoretikern konfrontiert zu werden, die der Ansicht sind, also erstens mal hat der Anschlag überhaupt nicht stattgefunden, weil irgendjemand den LKW rückwärts reinrangiert hat und das sind sowieso alles nur Darsteller, also ich will das eigentlich alles gar nicht wiedergeben, aber es wird abstrus, also jemand, der wirklich direkt vom Anschlag betroffen ist, bekommt dann auf einmal auf Social Media den Anwurf, hat es nie gegeben. Schwierige Geschichte. Ja, und es ist eigentlich ja auch, ich finde auch so, auch alleine auf die Opferzahlen zu kommen, das ist der eine Punkt, aber ich finde auch wahnsinnig schockierend, was ich jetzt nach diesen anderthalb Jahren jetzt oder knapp zwei Jahren in diesem Ausschuss sich immer weiter manifestiert ist, dass es so wahnsinnig verhinderbar gewesen wäre. Also am Anfang war immer noch so, natürlich das Wording, Versäumnisse, Fehleinschätzungen, aber wirklich nach dem ganzen Anhören der verschiedenen Behörden wird ziemlich deutlich und auch den Akten, die den Parlamentariern vorliegt, dass da nicht von Versäumnis gesprochen werden kann, weil die Gefahr, die von dieser Person ausgegangen ist, zum sehr frühen Zeitpunkt schon festgestanden hat und die Beschaffung der Waffen von Sprengstoff, das Netzwerk von der Person war da, das Ziel war da, es gibt sogar ein Kennervideo dazu und dann zu sagen, ja, wussten wir nicht, ja, wir haben ja gedacht, der dealt und dann ist natürlich so jemand nicht mehr so im Terrorverdacht und dann gibt es aber eben ein bisschen gewieftere LKA-Beamte aus NRW zum Beispiel, die sagen, nee, für uns war klar, dass das ein weiteres Puzzleteil eben um zu Geld zu kommen ist natürlich das sehr zuträglich. Und das steht in keinerlei Widerspruch zu Anschlägsplänen. Ich hatte ja vorhin schon mal Bilal Ben Ammar, also einen möglichen Mitattentäter, erwähnt. Das war jemand, der auch unter Beobachtung der Behörden stand und den man eben sehr schnell abgeschoben hat, was nicht nötig gewesen wäre. Und das ist etwas, was eben in dieser Berichterstattung untergegangen ist, als es eben nur um BND-Videos in dieser Woche ging, wurde eben im Ausschuss auch verlesen, dass man gegen diesen Verdächtigen so viel Material mittlerweile gesammelt hatte, dass man ihn durchaus für 7 Monate wegen ganz normaler Straftaten erstmal hinter Gitter bringen könnte. Und das Hauptargument der Leute, die Abschiebung betrieben haben, war, ja, wir wären Gefahr gelaufen, dass da jemand, der möglicherweise auch schon anschlagsbereit ist, auf die Straße kommt und dann innerhalb von kürzester Zeit einen Anschlag begeht. Pustekuchen, hätte vorher schon Strafverfolgung stattgefunden, hätte man diese Prozesse, die man hätte anstrengen können, angestrengt, dann wäre man in der Lage gewesen, ihn für, so hat es Konstantin von Notz aus den Unterlagen vorgetragen, für 7 Monate hinter Gitter zu bringen. Das hätte allemal gereicht, um zu untersuchen, was hat denn der Mensch auf seinem Handy? Ja, man hat das natürlich untersucht, blöderweise war er da schon abgeschoben. Und jetzt weiß man nicht so ganz oder wusste man zunächst nicht ganz genau, wo er ist. Ja, man hat ihn nach Tunesien abgeschoben und da ist er dann in irgendeinem Gefängnis gelandet, musste man aber auch seitens der Bundesregierung auch erst in Erfahrung bringen. Und überhaupt diese Diskussion aufzumachen, wie kann es eigentlich sein, dass wir hier Menschen haben, die bereit sind, einen Anschlag zu begehen, die Ortskenntnis haben, die Vorbereitungshandlungen begangen haben, dass wir die einfach in ein Land abschieben, wo wir gar nicht wissen, was die dort dann machen. Ja, wer hat ein Auge darauf? Wer garantiert, dass so ein abgeschobener möglicher Mittäter nicht plötzlich in Tunesien, in Djerba Attentate begeht, wo es dann deutsche Urlauber trifft oder eben auch dort in Tunesien mögliche andere Attentäter ausbildet und nach Deutschland schickt mit Erkenntnissen, die sich sonst hier erstmal aufwendig erarbeiten müssten. Ja, also überhaupt diese Diskussion aufzumachen, wie gehen wir mit Terrorverdächtigen um, ist Abschiebung überhaupt eine Lösung? Geht man nach der AfD, ist Abschiebung natürlich die Lösung, ja, und das ist leider auch ein sehr verlockendes Angebot, das sehr viele Menschen sehr gerne irgendwie annehmen.
Begegnet uns leider auch in den Kreisen der Opfer und Hinterbliebenen mitunter, dass da eben gesagt wird, ja, also mein Angehöriger würde noch leben, wenn denn die Grenzen dicht gewesen wären oder wenn man abgeschoben hätte. Da muss man dann sagen, naja, aber dann wäre irgendwo anders auf der Welt jemand gestorben und dann wärst du vielleicht nicht direkt betroffen. Und ich möchte das auch den Menschen nicht vorhalten. Das ist die Verzweiflung, die in dieser Situation auch steckt und nach diesem Erleben steckt. Aber ich denke nicht, dass das die Lösung sein kann. Und was schon gar keine Lösung sein kann, ist natürlich auch dieses Vertrauenspersonenwesen, dass man Menschen rund um diese Attentäter platziert oder möglichen Attentäter platziert, die dann möglicherweise auch provozieren, ja, und die versuchen herauszukitzeln, ob jemand denn anschlagsbereit ist und dann so ganz nebenbei die Menschen auch noch anschlagsbereit machen, weil sie auch irgendwie nach Erfolg bezahlt werden. Das kam eben im Zuge des Umgangs mit dem ganzen Vertrauenspersonenwesen auch so ein bisschen zutage, dass ja das auch ein einträgliches Geschäft ist für die Vertrauensperson. Die macht Geld damit, dass sie Hinweise an die Behörden liefert. Und dann muss man natürlich auch in Frage stellen, wie sieht das denn mit der Qualität der Hinweise aus und variiert die, wenn die Person eventuell Geld braucht? Und wie kommen die denn zustande? Und da begegnen uns dann Dinge, die wir im NSU-Kontext schon gesehen haben. Ganz deutlich auch das Thema Rassismus. Wir hatten es vor knapp 2 Stunden hier im Dijkstra, wo es um die Diskriminierung von Sinti und Roma ging, die durch Fehlannahmen der Polizei immer noch irgendwie kriminalisiert werden. Zellkulturen hat das auch gerade kurz nochmal gebracht und auch hier passt das Ganze wieder rein. Die Fehlannahmen, die wir beim LKA Berlin zum Beispiel gesehen haben, die waren auch so von gewissen Rassismen und einer gewissen Uninformiertheit geprägt, so erklärt man es heute, ja, wo man dann eben sagte, ja, das ist ein tunesischer Moslem und wenn der nicht mehr beten geht und nur noch Drogen nimmt und Pornos guckt, dann ist der total überhaupt nicht mehr anschlagsgefährlich. Problem in Nordrhein-Westfalen wusste man, wenn jemand sich so verhält, dann stammt das aus einem Lehrbuch, das nennt sich How to Survive in the West, wird vom IS mehr oder weniger an potenzielle Attentäter und Kämpfer herausgegeben. Ja, und auch da hätte ja, das LKA Berlin, was auch schon beim NSU-Ausschuss so jetzt nicht das hellste Birnchen am Weihnachtsbaum war und Hinweise angeblich übersehen hat, auch da hätte man irgendwie ein bisschen deutlicher reagieren können und müssen. Und die Frage ist halt, warum tat man es nicht? Und wir werden wahrscheinlich auch keine Antwort darauf erhalten, weil die Bearbeiter, ja, die möchten halt auch vom Bundestag jetzt nicht mehr so aussagen, weil sie blöderweise schon vorm Abgeordnetenhaus aussagen mussten und weil sie auch schon einen Prozess am Hals hatten, weil es Probleme und Unregelmäßigkeiten in den Ermittlungsakten gegeben hat. Und jetzt sagen diese Mitarbeiter aus dem LKA Berlin, wir möchten nicht mal vor dem Bundestag, weil möglicherweise belasten wir uns durch die Aussagen selber und dann wird das Verfahren wieder neu aufgenommen, aus dem wir so rausgeschlittert sind und so davongekommen sind. Und so deutlich formulieren die das nicht, das können wir machen, so als Beobachter. Nimmt man uns wahrscheinlich übel, schöne Grüße ans LKA Berlin. Sei es drum, da müssen die Damen und Herren durch. Wir haben ganz viele Probleme, die uns in vielen Untersuchungsausschüssen begegnen. Die Ermittlungsarbeit ist nicht dokumentiert. Fragen nehmen wir gerne, aber dann bitte ans Mikrofon. Dann kommen die nämlich auch in den Stream. Aber wir hoffen eben, dass das Zeugen wie Herr M. zum Beispiel oder die eben erwähnte Lia Freimuth auch dazu führt, dass es auch Nachahmungstäter unter den Zeugen gibt, die auch denken, okay, es gibt Zeugen, die sagen, das und das ist in meiner Behörde falsch gelaufen und dass dann auch sich jemand ein Herz fasst und sagt, ja, das war bei uns auch so. Also dass man nicht letztlich so wie sich die Behörden in diesem Ausschuss zeigen, ist eben nicht nur, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht und keine Ahnung, das wurde mir nicht weitergetragen, da war ich im Urlaub, das hat jemand anderes gemacht. Das ist ja, diesen Eindruck, den es macht, ist ja eher so, cool, da sind ja Informationen richtig gut aufgehoben. Also ich fühle mich richtig sicher jetzt. Und diesen Eindruck kann eigentlich eine Behörde nicht senden wollen. Und so ein Misstrauen, was daraus erwächst, das kann man ja nicht mehr gut machen. Also wir fragen uns immer,
Wir fragen uns, habe ich schon gesehen, vielen Dank, Herr Lücking. Wir fragen uns immer woher, also was der Mehrwert von dem Kaschieren ist. Natürlich wussten wir das und wir mussten leider so agieren. Also was der Hintergrund ist. Und vielleicht begegnet uns das in der restlichen Zeit noch. Aber kommen wir zur ersten Frage. Ja, erstmal Dankeschön. Du hattest gerade gesagt, dass das LKA sich unter Umständen selbst belastet und deswegen nicht aussagen möchte. Wie habe ich das zu verstehen? Als Person dann, die Leute sich selbst belasten oder als Institution? Es sind zwei Personen konkret, die Aussage vor dem Bundestag mittlerweile verweigern, weil sie eben ein Gerichtsverfahren schon durchlaufen haben. Im Rahmen des Gerichtsverfahrens konnte man ihnen nicht habhaft werden, konnte irgendwie nicht zu Disziplinarstrafen oder Disziplinarmaßnahmen vordringen. Und die fürchten jetzt eben darum, wenn sie vollumfänglich vorm Bundestagsuntersuchungsausschuss aussagen, dass es mögliche neue Ansatzpunkte für ein Verfahren gibt. Und weil wir gerade beim LKA Berlin-Bashing sind, nein, das muss man gar nicht betreiben. Die kommentieren sich selbst. Die kommentieren sich tatsächlich selbst. Also wir machen das im Ausschuss auch an dem fest, wie Zeugen da auftreten. Und wenn man das jetzt ganz krass vergleicht, das LKA NRW kommt dahin, da setzt sich ein Ermittler hin, der war verantwortlich für eine Ermittlungsgruppe, legt einen Ordner auf den Tisch, 300 eng bedruckte Seiten, und wenn die Obleute ihn fragen, kann er mehr oder weniger chronologisch da reingehen, blättern, kann Stellung nehmen, kann sagen, ich habe mir dieses notiert und jenes notiert und kann das in Zusammenhänge setzen. Und sagt sogar, das weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen jemanden nennen, der Ihnen die Antwort geben kann. Ja, und also man hat eine super Dokumentation von eben diesem LKA NRW-Beamten gesehen, und man kann sich auch vorstellen, hey, wenn das Polizeiarbeit ist, dann kann diese Polizeiarbeit auch in die Hände von Gerichten gegeben werden, und dann haben wir da Zeugen, die aussagen, und dann kann auf Basis dieser Ermittlungsarbeit auch jemand verurteilt werden. Das LKA Berlin kommt dorthin, und die Masse der Zeugen hat bisher nichts mitgebracht, außer zwei Blättern. Die enthalten ihr Eingangsstatement. Jeder Zeuge darf ein Eingangsstatement halten und darf das vorlesen. Und ansonsten haben die nichts dabei. Und dann sagen die, ja, der Anschlag ist schon länger her, das ist jetzt, liegt jetzt 3 Jahre zurück. Ich habe ja jetzt schon in Nordrhein-Westfalen ausgesagt, in Berlin ausgesagt und jetzt vom Bundestag. Aber ich merke, wie von Aussage zu Aussage meine Erinnerung immer weiter nachlässt. Und da liegen dann keine Unterlagen. Da wird dann nicht irgendwie zu erkennen gegeben, dass man protokolliert hat, dass man wirklich Beweise gesammelt hat. Ja, das war die eine Bearbeiterin, die Frau Oberkommissarin. Welche Bearbeiterin meinst du? Vom LKA Berlin im Oktober. Da sitzt man als Zuschauer da, und das geht auch den Angehörigen und Hinterbliebenen so, und denkt sich, wie soll denn bitte auf Basis von diesen Erinnerungslücken irgendwann ein Prozess oder ein Verfahren geführt werden. Dass jemand angeklagt wird einer Straftat und dass ein Prozess geführt wird, das ist normalerweise etwas, was so ein halbes, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr dauert, oder was aber in manchen Fällen auch schon mal richtig, richtig lange dauern kann. Ja, aber allein, dass auch nicht nur eigene Gedächtnisprotokolle gemacht werden oder eben Logbücher geführt werden, sondern dass wichtige Treffen, weiß nicht, bei einem gemeinsamen Terrorismus Abwehrzentrum zum Beispiel, da wird auch gesagt, ja, da gibt es kein Protokoll von, und das ist natürlich völlig klar, dass mit der Zeit die Erinnerung schwindet, und dass dann, das ist ja nicht wie, dass da am 14. Juni vor 2 Jahren das Druckerpapier alle war, das weiß ich jetzt nicht mehr, sondern du hattest den zu dem Zeitpunkt wichtigsten Gefährder auf deinem Schreibtisch, und dass du dann nicht sagst, der Typ ist heiß, ich schreibe hier mal auf, was ich bis jetzt von dem habe, was von dem kommt, wenn wir uns zusammensetzen mit ihm als Thema. Der war 11-mal im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum Thema, dass man dann irgendwie abgleicht, was habt ihr, was haben wir, sondern so, das wurde nicht protokolliert. Das ist dann im Nachhinein, wenn man eigentlich weiß, da ist eine relevante Person, die wir auf dem Schirm haben müssen, dass man dann nicht protokolliert. Es ist schwer glaubhaft. Also es wird gesagt, entweder wird gesagt, ich erinnere mich nicht, das ist eben nicht justiziabel, du kannst nicht jemanden schütteln und sagen, ah, ich habe es mir noch anders überlegt, ich weiß es doch noch, sondern ich erinnere mich nicht, ist einfach unangreifbar. Und zu sagen, davon haben wir keine Protokolle gemacht,
ist schwer vorstellbar, weil das eben schon zu jedem Zeitpunkt ein so relevanter Punkt war, dass es mir auch nicht vorstellen kann, dass man das eben nicht festhält. Jetzt muss ich den Zeitengel aber gerade mal fragen. Ich bekam eine Anzeige und da war irgendwie noch 14 Minuten. 14 Minuten, das ist sehr komfortabel, dann können wir noch richtig tief einsteigen. Eine 14-minütige Frage, bitte sehr. Hallo, danke für euren Podcast. Ich verfolge den erst seit kurzem und habe mich gefragt, gab es da auch schon das Thema Riga-Straße, Abzug von Beamten an Anis Amri und Rübersetzung an die Riga-Straße im Zuge des Wahlkampfes Berlin? Ja, das ist eine super Frage, weil das frage ich mich auch schon, wann kommt das endlich? Also weil wir das natürlich aus der Presseberichterstattung wissen und auch von den anderen Ausschüssen, bei denen wir eben nicht sind. Und da warten wir letztlich drauf, also wir merken schon, dass wir uns langsam diesem Thema nähern, dass wir eben auch dem Berlin-Bereich so näher anvisieren. Mhm. Und kleiner Spoiler, was man so aus anderen Aussagen schon so rauslesen kann, man hat einfach zu wenig Personal. Ja. Und dann. Es gibt auch Fraktionen, die das immer wieder rausarbeiten, dass doch alle überlastet waren auf einmal. Na, jetzt sammeln sich wirklich Fragen, das finde ich gut. Die nächste Frage, bitteschön. Ja, auch von mir vielen Dank für euren Podcast. Das ist so richtiges Podcast-Gold, das man auch erst finden muss. Ja? Also das ist vielleicht auch die kleine versteckte Kritik dabei, dass man dass noch mehr Öffentlichkeit einfach dafür hergestellt werden müsste. Ja? Aber ich habe zwei Fragen an euch. Und zwar die erste ist, ihr habt ja jetzt viel Untersuchungsausschusserfahrung. Seht ihr, wenn ihr jetzt euch mal in die Position der Sicherheitsbehörden versetzt, irgendeinen Grund dafür, dass man das bei dieser Saalöffentlichkeit lässt? Oder würdet ihr euch, also seht ihr irgendeinen Grund, der dem entgegenspricht, dass man auch eine Videoaufzeichnung hätte? Also auch niemand guckt Phoenix den ganzen Tag. Das ist ja quasi die Gegenfrage. Das muss man da trotzdem noch auswerten, verdichten, so wie ihr das tut. Und die zweite Frage ist zum Jahrestag. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung, habe ich in den öffentlichen und auch euer tolles Feature im RBB, war viel mehr über euch und die Journalisten waren so ein bisschen verwundert, wie man kann das covern, wirklich. Mhm. Und weniger über die Skandale, die ja auch in dem Moment eigentlich auf dem Tisch lagen. Ja, ja, genau. Zur ersten Frage, magst du wirklich? Ja, also der Punkt war ja, was spricht dagegen, das komplett öffentlich zu machen? Ich würde es mir komplett öffentlich wünschen, so läuft das in den USA auch. Der Vorteil dieser Saalöffentlichkeit ist, es sitzt natürlich niemand im Saal, der nicht registriert und schon einmal durchs polizeiliche Informationssystem gejagt worden ist. Ja, da wird eine Inpol-Abfrage gemacht, die Daten werden natürlich nur für den Sitzungstag verwendet und danach gelöscht. Teile des Publikums schütteln sich vor Lachen. Aber ich muss auch sagen, Teile der Zeugen, ich kann das auch nachvollziehen, dass das ist natürlich was ganz anderes, ob das nur sozusagen genau im Moment passiert. Jemand hat die Möglichkeit, öffentlich etwas anzuhören, aber dass es sozusagen nicht archiviert wird, sondern nur rein textlich archiviert ist. Es gab zum Beispiel V-Personenführer, die geladen waren, von denen ich nur eine Silhouette gemacht habe, weil wir auch gesagt haben, die zu bebildern ist nicht zuträglich oder es kann eben, wir wollen keine Personen gefährden. Wir wollen eben nicht so voyeuristisch, so von wegen, der hat's verkackt. Kam aber auch von uns, nicht von der Ausschussleitung. Genau. Also hätte ich nicht bei dem einen Zeugen vorher noch darauf hingewiesen, dann hätte Stella den ganz normal malen können. Und das wäre natürlich auch möglicherweise Anlass gewesen. Fürs Innenministerium wieder zu intervenieren, genau. Mhm. Und zu sagen, geht ja gar nicht, da wird ja jemand gezeichnet. Also ich kann von meiner Warte, ich kann nachvollziehen, dass man sagt, nein, Foto und Video, das ist zu, ja, eine Person ist zu schnell identifizierbar, eben wenn es eben noch agierende Beamten sind. Und ja, wenn es halt Shitstorms gibt und jemand weiß, wo jemand wohnt, ich meine, die Mechanismen sind ja weit bekannt. Und dass eben durch das Gezeichnete dadurch eben der Abstraktionsgrad reinkommt, dass man einfach sagt, es geht eigentlich nicht darum, jemanden vorzuführen, sondern zu sagen, wenn eben von einer Person gesprochen wird, dass man grob weiß, ah ja, so ungefähr war diese Person. Es geht eben nicht um Identifizierbarkeit, sondern eben um ein Gesicht zu geben, um sich grob vorzustellen, wie eine Person war, die dort gesessen hat. Aber jetzt dürfen wir auch nicht zu sehr Beamten- und Polizeiversteher werden. Ich bin da auch der Auffassung, so wollte ich nur auch nicht verstanden. Nein, um Gottes Willen, war kein Vorwurf.
ich habe das ja selber irgendwie in den Knochen stecken, beziehungsweise wegen dem ehemaligen Dienstverhältnis bei der Bundeswehr und wegen den Versorgungsansprüchen, weil ich ja in Afghanistan war und die Bundeswehr immer noch dafür bezahlen muss, dass ich da überlastet und geschädigt worden bin, habe ich ja quasi selber so ein Beamtendienstverhältnis am Hacken. Und ich sehe das als Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit an. Und wenn ich jetzt nicht ein Beamter bin, der in einem operativen geheimdienstlichen Kontext ist, dann habe ich doch bitte die Verpflichtung, da auch einzustehen. Das ist aus öffentlichen Geldern bezahlt. Es gibt Dienste oder Dienstposten, die sich mit Sicherheit darauf berufen können. Das muss geheim gehalten werden. Aber für alle anderen muss doch gelten, ihr seid im Dienste der Öffentlichkeit. Also zeigt euch, zeigt Gesicht und steht zu euren Fehlern. Ja, und es kommt immer so diese komische Erzählung auf, ja, und dann werden wir vor so einem Ausschuss zerrissen und dann werden wir verantwortlich gemacht. Es geht im Ausschuss wirklich nicht darum, einzelne Beamte aus ihrem Dienstverhältnis zu schießen. Ja, es geht darum, strukturelle Fehler zu erkennen und die muss man dann auch bereitwilligerweise eingestehen. Ich habe die zweite Frage das jetzt mehr oder weniger vergessen. Gesagt. Mehr oder weniger, eher mehr. Wie war deine zweite Frage? Die zu der RBB öffentlich-rechtlichen. Zu der RBB, ja. Ja, also wir waren auch ein bisschen verwundert von der Aufmerksamkeit, die das gegeben hat. Wir hatten auch im Dezember viel zu tun, irgendwie dieses Radio-Feature, was wir gemacht haben, zu bewerben und so. Da war viel Öffentlichkeit da. Ich habe es so ein bisschen als journalistenethischen Punkt gesehen. Der Jahrestag rückt an und wer sich mit dem Thema Opferberichterstattung auseinandersetzt, der weiß, zum Jahrestag wird immer wieder an den Opfern gerüttelt, also richtig gerüttelt. Und das haben nicht nur Opfer vom Breitscheidplatz-Attentat jetzt gesehen, das habe ich auch schon im Kontext von der Boeing-Entführung, von der Entführung der Landshut habe ich gehört, dass eben die Chefstewardess sagte so, ja, zu den Jahrestagen, da sind sie auf einmal wieder alle da und dann ist es ganz still und so. Und dann fand ich es eigentlich ganz gut, dass jetzt an diesem Jahrestag so ein bisschen der Ausschussthema war und so ein bisschen Informationen kamen, dass man sich darüber informieren kann und dass wir quasi so ein bisschen als Firewall vor dem Thema so. Ja, genau, also standen. Eben nicht die Hinterbliebenen so vors Mikrofon zu zerren, sondern eigentlich eher zu sagen, wie arbeitet der Ausschuss und welche Probleme werden dem Ausschuss gemacht von der Bundesregierungsseite her. Und ja, deswegen, es gab auch Feature, die sich mit den Opfern beschäftigt haben, genau. Aber das war einfach nicht unser Fokus, weil es eben uns um das Thema ging und vor allen Dingen, es geht ja auch, das Thema ist innere Sicherheit und dieser Ausschuss zeigt so schön, welche Personen für diese innere Sicherheit verantwortlich sind und wie wenig sie sich dafür verantwortlich zeigen. Und wobei wir hatten auch einen Ersthelfer im Feature drin, Gerhard Sawatzki, danke an der Stelle auch nochmal Gerhard. Einfach, weil wir ja auch die Perspektive abbilden wollen und das zeigen wollen. Aber jetzt wartet da schon jemand wieder sehr geduldig. Ja, moin, vielen Dank. Vor allen Dingen auch für eure Arbeit. Ich habe gleich mal zwei Fragen. Mhm. Und zwar Nummer eins, als Person, die jetzt mehrere Ausschüsse begleitet haben, haltet ihr persönlich das für ein sinnvolles Instrument, um das aufzuklären, was in beiden Fällen passiert ist? Und als zweites, vielleicht aus Interesse so eine Anekdote von euch, wo ihr wirklich dabei saßt und dachtet so, Mann, das ist jetzt gut, dass es hier auf den Tisch vielleicht gekommen ist oder krass, sowas hätte ich nie gedacht. Danke. Also sinnvolles Instrument finde ich einen Ausschuss auf jeden Fall. Also im Grundgesetz steht auch, dass ein öffentlicher Ausschuss eben, das ist eben schön, dass es ein Geschehen, was erarbeitet wird und was eben vor der Öffentlichkeit Zeugen angehört werden und wirklich jeder die Möglichkeit hat, dem beizuwohnen und sozusagen am politischen Geschehen dabei zu sein und auch damit zu signalisieren, das passiert nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen, sondern es gibt die Möglichkeit, für die Öffentlichkeit dabei zu sein und auch sich einzubringen. Ja, also man muss sich das nur mal vorstellen, die Angehörigen und Hinterbliebenen und Ersthelfer kämpfen bis heute. Und für die ist das jeden Tag irgendwie ein Thema und ohne so einen Untersuchungsausschuss oder ohne die insgesamt drei Untersuchungsausschüsse, was wäre denn das Thema noch? Also da würde dann auch nicht drüber geredet. Es ist immer dieses zweischneidige Ding, einerseits Öffentlichkeit, das belastet, andererseits
heißt Öffentlichkeit, aber auch Aufarbeitung. Wir haben nur noch 4 Minuten oder 3,5. Genau, unsere Anekdote. Unsere Anekdote, also meine liebste Anekdote kommt immer noch aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, was auch zeigt, wie problematisch eine sehr geringe Öffentlichkeit ist. Damals saß dort vom Deutschlandfunk der Falk Lücke und es war eine Sitzung, da war es wirklich so, dass da war auch bei Netzpolitik das Protokoll nicht so ganz, also war ein bisschen unter Stress und deswegen ist das da auch nicht so ganz protokolliert worden. Und da haben wir wirklich einen BND-Zeugen gehabt, der zum zweiten Mal vernommen worden ist und der eröffnete seine zweite Vernehmung mit dem Statement: Ja, in der letzten Sitzung habe ich gesagt, erstens, zweitens, drittens. Heute sage ich was ganz anderes. Das können Sie jetzt gegen mich verwenden oder auch nicht. So, und ich habe es getwittert, Falk hat es getwittert und das war's. Also das wäre sonst der Öffentlichkeit quasi entgangen und man findet es auch hinterher in den Sitzungsprotokollen nicht wieder. Warum? Zeugen müssen sich nicht selber belasten. Also sie kriegen hinterher die Protokolle zugesandt, können reinschauen, können Dinge rausstreichen. Sie können sie natürlich nicht von der kompletten Richtung her verändern, aber auch diese selbstbelastende Aussage, die fand sich dann leider in diesem Protokoll eben nicht mehr wieder. Ja, und das ist aber ein ganz wesentlicher Indikator, wenn zu Beginn einer zweiten Vernehmung ein Zeuge sagt, ja, die erste Vernehmung, die können Sie jetzt vergessen, ich berichtige jetzt und sage jetzt erstens, zweitens, drittens, das ist so und so und so, dann ist natürlich jedem klar, der das regelmäßig begleitet, ja toll, da hat ein Sitzungstag stattgefunden, wo die Obleute in eine Richtung gearbeitet haben, die überhaupt nicht zur Aufklärung beigetragen hat, weil der Zeuge ist heute einfach ganz anders erzählt. Und ich denke, dafür brauchen wir eine Öffentlichkeit und das sind die Momente, die auch wirklich dokumentiert sein müssen, damit auch ein Druck bei den Behörden da ist, sich entsprechend zu äußern. Wir haben genau, aber das ist so zusammengefasst, anekdotisch ist eigentlich auch, zum Schluss wird gesagt, eben die Sitzung ist stenografiert, der Zeuge hat die Möglichkeit, nochmal Veränderungen vorzunehmen, wo auch die Frage ist, wieso müssen da Veränderungen in so einem Protokoll vorgenommen werden? Das kennt das LKA ja nicht anders, wird ja eh nichts protokolliert, dann kann man auch Protokolle ein bisschen ändern. Dass dann nicht nach dieser 2 Wochen hat der Zeuge oder die Zeugin dafür Zeit, dass dann in relativ zeitnah das Protokoll veröffentlicht wird, sondern das wird am Ende des gesamten Untersuchungsausschusses veröffentlicht. Das heißt, Interessierte können sich 3 Jahre Protokolle anschauen und gucken, welcher Zeuge irgendwas gesagt hat. Also mit dem Abstand von 3 Jahren und genau. Dann eben ganz viel niedergeschrieben auf 60 Seiten, so viel wird so ein Sitzungstag genau. Wahrscheinlich und haben. Deswegen versuchen wir eben zeitnah mit dem Podcast, das irgendwie einzufangen, was an dem Tag passiert ist. Und falls jemand interessiert ist und die Möglichkeit hat, im Januar nach Berlin zu kommen, am 16.01. ist der nächste Untersuchungsausschuss. Genau. Und ja, und jetzt haben wir auch ein Zeitproblem, weil die 1-Minuten-Regel war schon da. Wir bitten an dieser Stelle nochmal um spenden@uapod.berlin, richtig? Richtig. Richtig aufgesagt, die Adresse. Ja, und dann bleibt uns jetzt nur noch unser Intro und Outro zu spielen. Wir haben immer noch keine vernünftige Schlussabsage für den Podcast. Aber wir freuen uns, dass ihr alle da wart und bleibt uns gewogen und viel Spaß noch auf dem Kongress. Vielen Dank.